Der Fluss hier wurde oft überflutet. Viele der Menschen, die in der Nähe leben, sind davon betroffen. Martha und Heidi sind zwei von ihnen. Ich stand draußen und sah meinen Hund in die Küche schwimmen. Ich konnte es nicht glauben. Alle Pflanzen draußen waren aus dem Wasser gerissen worden. Martha und Heidi wohnen in einem Haus mit zwei Etagen. Küche. Bad. Es dauerte 4 Tage, bis das Wasser herunterfiel. Das passiert, wenn sie in der Nähe des Flusses wohnen. Tatsächlich. Konsequenzen, denke ich. Ich möchte mich bewegen, es passiert viel zu oft. Aber die Seiten ändert sich, die Flut nicht. Ich stehe hier und beobachte das aufstehende Wasser. Experten sagen, dass das Wasser wieder steigen wird, bis es dir in die Knie geht. Meine Schuhe sind nass. Der Wind ist verrückt. Der Wind kommt aus dem Norden. Genau, hier waren meine Stühle. Obwohl dies eine schwierige Wohnsituation ist, machen Martha und Heidi das Beste daraus.